Sicherlich kennen einige von euch das Beispiel des Boiling Frog. In diesem Beispiel wird ein Frosch ins Wasser gesetzt und das Wasser immer heißer gestellt, bis es anfängt zu kochen. Dabei bemerkt der Frosch nicht, dass das Wasser immer heißer wird und bleibt deshalb drin. Dadurch stirbt der Frosch, weil ihn das kochende Wasser tötet. Hätte man den Frosch direkt ins kochende Wasser gesetzt, würde ihm die Hitze sofort auffallen und er würde sofort rausspringen wollen. Genau wie bei diesem Beispiel kann es dazu kommen, dass auch der Mensch den schleichenden Prozess seines Untergangs nicht bemerkt. Insbesondere wir Muslime müssen wachsam sein. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, in einem Zustand zu sein, der Allah subhanahu wa ta'ala erzürnt. Passend dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die so bereits tausende Male passiert ist. Ahmad hatte sein Abitur abgeschlossen und sich an der Uni eingeschrieben. Er studierte Maschinenbau und war fasziniert vom Unileben und all den neuen Menschen und Eindrücken. Ahmad war ein praktizierender Muslim, Alhamdulillah. Freitags nahm er sich immer für das Freitagsgebet frei und besuchte sogar ab und zu Vorträge am Wochenende. Er war zielstrebig und wollte seine Eltern stolz machen, indem er als Ingenieur große Erfolge feiert. Der erste Schritt dafür war das Studium. Genauso wie Ahmad hatte auch Fatima nach ihrem Abitur sich an der Uni eingeschrieben. Fatima studierte ebenfalls Maschinenbau. Sie war zunächst verunsichert wegen der neuen Menschen und Eindrücke. Doch sie hat es geschafft, sich schnell daran zu gewöhnen. Fatima trug einen Hijab und praktizierte den Islam. Sie traf sich regelmäßig mit Schwestern in der Moschee und half zu Hause viel mit. Fatima war sehr fleißig und der Stoff in der Uni fiel ihr leicht. Eines Tages waren Ahmad und Fatima in einem Tutorium, wo sie gemeinsam eine Aufgabe lösen sollten. Sowohl Fatima als auch Ahmad waren auf die Aufgabe fokussiert und haben nicht viel gesprochen. Im Tutorium darauf haben sie wieder eine Aufgabe gelöst. Doch dieses Mal hat Ahmad einen Witz gemacht und Fatima hat darüber gelacht. Das Lächeln von Fatima hat Ahmad gefallen. Im nächsten Tutorium hat Ahmad sich einen Kaffee gekauft und hat Fatima auch einen mitgebracht. Während der Gruppenarbeit sprachen Ahmad und Fatima auch über private Themen. Es wurde über die Familien, über den Islam und das Leben an der Uni gesprochen. Dies ging einige Wochen so weiter, bis das Tutorium endete. Die Klausuren wurden geschrieben und beide hatten ein gutes Gefühl. Schließlich hatten sie sich gut vorbereitet. Nach der Klausur haben sie sich vor der Klasse gesehen und sich über die Klausur ausgetauscht. Sie gingen zusammen raus und Ahmad schlug vor, dass sie sich als Belohnung nach der anstrengenden Klausur in einer Bäckerei um die Ecke setzen. Fatima zögerte, doch stimmte dann doch zu. Sie redeten, lachten und hatten eine schöne Zeit. Am nächsten Morgen hat Ahmad seinen Bart getrimmt und war am Abend zuvor beim Friseur, weil er wusste, dass er Fatima sehen wird. Fatima hatte sich ebenfalls für Ahmad etwas hübsch gemacht. Sie sahen sich in der Uni und lächelten sich gegenseitig an. Beide fingen an, immer öfter an den anderen zu denken. Eines Tages hatte Fatima auf die WhatsApp-Story von Ahmad reagiert. Durch die WhatsApp-Gruppe der Uni hatten sie die Nummer des anderen. So fingen sie an, miteinander zu schreiben. Nach einer Zeit fingen sie an, miteinander zu telefonieren. Sie telefonierten Stunden über Stunden. Schon lange ging es bereits darum, wie viele Kinder man haben möchte oder welche Kindernamen man mag. Sie weckten sich durch Anrufe zum Fajr und sie schickten sich einander islamische Vorträge. Das Semester ging dann zu Ende und die Ferien hatten begonnen. Sie konnten sich also nicht mehr sehen und fingen an, sich gegenseitig zu vermissen. Eines Tages hatte Ahmad die Idee, dass sie sich treffen sollten. Fatima stimmte dem zu. Sie musste ihren Eltern jedoch sagen, dass sie sich mit einer Freundin trifft. Die Eltern würden einem Treffen alleine mit einem Jungen niemals zustimmen. Einem Treffen folgte das nächste. Sie trafen sich allein, in Abgeschiedenheit. Sie sagten sich oft, dass sie sich lieben. So kam es zu einer heimlichen Beziehung. Sie hatten jedoch die Absicht, miteinander zu heiraten. Daher war es nicht so schlimm, dass sie eine Beziehung führten. So war es zumindest ihrer Auffassung nach. Eines entscheidenden Tages hatte Ahmad die Wohnung seiner Eltern für sich. Er lud Fatima ein, sie stimmte zu. Schließlich vertraute sie ihm und wusste, dass er nichts Falsches machen würde. Fatima kochte für ihn und sie aßen zusammen. Sie schauten einen Film und saßen ganz allein in der Wohnung. Dann kam es zu dem, was unausweichlich war. Sie taten das, was man nicht mehr rückgängig machen konnte. Sie begingen eine der größten Sünden, die es gibt. Und wofür Allah subhanahu wa ta'ala selbst im Diesseits eine Strafe angeordnet hat. Zina. Hätte man Fatima als auch Ahmad gefragt,
ob sie jemals Zina begehen würden, wäre die Antwort ein klares Nein. Sie hätten eine Beziehung, die nicht auf der islamischen Ehe basiert, abgelehnt. Doch wie der Frosch, der nicht merkt, dass das Wasser langsam aufgewärmt wird, merkten sie nicht, in welchen Abgrund sie sich begaben. Es fing mit einem Lächeln an, ging weiter mit Smalltalk und Kaffee trinken und endete schließlich beim Zina. Gerade heutzutage ist die Sensibilität, was die Trennung zwischen Mann und Frau angeht, verloren gegangen. Die meisten von uns sind hier zur Schule gegangen, wurden hier sozialisiert. Daher fällt der Umgang mit dem anderen Geschlecht oft viel zu leicht. Die Befürchtung, in eine Sünde verfallen zu können, ist viel zu gering. Oft wird der Kontakt schön geredet. Man spreche ja nur über die Arbeit, die Schule oder die Uni. Doch jeder weiß in seinem Inneren, dass der Kontakt oft darüber hinausgeht. Man lacht zusammen. Man spricht über private Dinge. Man schreibt mit dem anderen Geschlecht und legitimiert sich das. Mit jedem Kontakt, den man hat, entstehen Wünsche in einem, immer und immer wieder mit der Person zu sein. Doch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam warnte uns: Kein Mann darf sich alleine mit einer Frau aufhalten, außer ein Mahram von ihr ist bei ihr. Ansonsten ist der Shaitan der dritte von beiden. Die Abgeschiedenheit mit dem anderen Geschlecht, ohne miteinander verheiratet zu sein, ist haram. Und auch wenn ein Chatroom nicht als Abgeschiedenheit gilt, so ist jedes Gespräch, was im realen Leben verboten ist, auch auf WhatsApp verboten. Genauso ein Telefonat, das man führt, ein Spaziergang oder ein heimliches Treffen draußen mit dem anderen Geschlecht ist jedem Muslim untersagt. All diese Wege hat uns der Islam verboten. Heutzutage kommen uns diese Umstände leider normal und natürlich vor. Es ist aber eigentlich nicht normal für einen Muslim, mit einer fremden Frau zu scherzen und private Gespräche zu führen. Es ist nicht normal für eine Muslima, eine heimliche Beziehung zu führen und ihre Eltern deswegen anzulügen. All das sind Krankheiten, die sich in den Herzen eingenistet haben, die man sofort beseitigen muss. Jeder, der verbotenen Kontakt mit dem anderen Geschlecht hat, befindet sich auf dem Weg ins Verderben. Jeder, der das tut, zieht Allahs Zorn auf sich und zerstört seine Zukunft auf ein harmonisches Familienleben und wandert auf dem Weg des Shaitan. Jeder, der auf diesem Weg ist, befindet sich auf dem Weg des Zina. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und nähert euch nicht dem Zina. Gewiss, es ist etwas Abscheuliches und wie böse ist der Weg. Doch das Schlimmste ist, jeder unserer Geschwister, die sich auf dem Wege des Zina befinden, fühlen sich pudelwohl dabei. Sie bemerken nicht, dass sie Schritt für Schritt in die Fänge des Shaitan gezogen werden und ihre Ehre und Taqwa dabei verlieren. Genauso wie der Frosch, dem nichts auffällt, während das Wasser Grad für Grad heißer wird. Er bemerkt nicht, dass sein Ende gekommen ist, bis er gekocht wird und stirbt. So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von dem Weg des Zina fernhalten und nicht zu denen gehören lassen, die unbemerkt in die Fänge des Shaitan laufen. Allahumma amin.